Und herzlich willkommen zurück, ihr alten Nasenfüßler, hier zurück bei Project Ozone 3 in einer neuen Folge. Frag mich übrigens nicht, was ein Nasenfüßler ist, das ist mir gerade irgendwie spontan eingefallen. Och toll, der hat das Mistding nicht geladen. Hier, warte kurz. Weißt du, habe ich extra, ich war gerade offscreen, nochmal im natürlichen Geschäften nachgehen und nochmal was snacken und so. Und hab die ganze Zeit auf dem Teil hier gestanden und ja. Warte mal. Ach, ich versuche mich ja gerade mal ein bisschen anders hinzusetzen. Warte mal. So, geht das so? Ach, alter Mann bewegt sich. So. So. Diesmal schon fast voll. Das Ding geht ja mal relativ schnell. Ist aber auch nur die Reinforced-Variante. Können wir den eigentlich? Warte mal, wir haben doch jetzt Enderium. Aber wir haben auch kein Triotium. Signal und wäre eh der nächste. Haben wir? Haben wir nicht? Können wir? Wir müssten theoretisch Kryotium. Wir müssten theoretisch Kryotium-Zeug herstellen können. Warte mal. Kryotium. Dafür brauchen wir Bliss Powder. Und Bliss Powder können wir herstellen, wenn wir. Warte. Genau. Schneebälle nämlich mit Liquid XP behandeln. Und das Zeug haben wir ja hier. warte kurz. Das können wir herstellen. Haben wir auch dieses, wir hatten glaube ich, ne? Warte mal, Datei, womit wir, ja hier, da haben wir es. Womit wir hier Snowballs und so herstellen können. Haben wir vielleicht sogar welche? Snow? Wir haben sogar Schneebälle. Ja, oh, warte mal. Snow? Nein. Snow? Edward Snowden's Frozen Core. Was kriegen wir denn da raus? Schneebälle. Können wir damit? Warte. Shears of Winter. Magic Shears that tear the leaves of the tree so it's cold. Ja, es ist ja ganz großartig. Nee, ich dachte, dass wir damit vielleicht eventuell auch Dingens machen könnten hier, ne? Wie heißt es denn gerade? Hier, na, die Stäbchen da. Die Stäbchen, woraus wir dieses Pulver rauskriegen. Ich habe gerade einen Namen vergessen. Bliss Rods, glaube ich, waren es. Packed Ice, okay, ja. Salamanders Ei. Damit konnte man, glaube ich, dann diesen Pyromancer's Staff machen, genau. Ich weiß gar nicht, ob wir den herstellen können. Vielleicht theoretisch könnten wir das sogar, ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir sogar alles dafür da, um das Teil zu bauen. Wäre lustig, aber ich schnapp mir jetzt erstmal die Schneebälle. Und die müssen wir ja nur noch quasi infusen. Haben wir gerade hier irgendwo so einen Tank rumzufliegen? Hier, ein Portable Tank. Können wir den direkt so befüllen? Geht das? Joa, easy. 80.000? Ich glaube, das war wahrscheinlich nur ein Witz von dem, was drin ist. Ja, das ist nicht so viel gewesen. Fluid Transposer müsste das gewesen sein. Ist der jetzt voll? Ups, das wollte ich gar nicht. Nein, er ist nicht voll. Können wir, wenn ich das Ding hier hinstelle und wir dann den hier machen, Phil Collins, kann der Auto Input. Ja, ich mache mal den hier. Auto Input, Empty Phil. Können wir sonst vielleicht, warte, wie seid ihr hier nochmal? Er hat, es ist drin? Nein. Warte. Ach, jetzt hat er denselben Strombug hier. Warte kurz. So. Immer noch. Hier, warte. Welcher ist es? Er hier? Der fluide Transposer. So ein alter Poser. Immer noch? Okay, warte. Phil. Empty. Phil. Ich weiß nicht genau, was das für ein komischer Bug ist mit dem Strom. Weil eigentlich hat es ja genügend Saft auf der Leitung. Vielleicht aber halt auch zu viel. Vielleicht ist die Leitung doch zu lang. Ah, mein Ohr juckt. Warte. Ah. Okay. So. Ich mach die Nuppen hier mal gerade weg. Ah, schau mal einer an. Okay, jetzt tut sich was. Ich glaube, die Leitung ist tatsächlich zu lang. Oder zu viele Sachen dran. Das kann halt auch sein. Ich weiß es nicht. Wir machen die mal wieder hier ran. Keine Ahnung, ob das eventuell hilft. So. Nein. War glaube ich so, ne? Blau. Ne, nicht blau. Rot, genau.
Ja, oben machen wir auch mal. Lassen wir mal rot. Und hier, hier auch rot. Ach, die kann man auch so abbauen. Okay. So. Okay, jetzt saugt er von dort. Das ist in Ordnung. Und der hier ist leer. Ja, das ist okay. Damit können wir leben. Fluid Transposer. Jetzt ist er da. Okay. Empty. Ah, jetzt macht er. Sehr schön. Okay, dann soll er sich damit mal eben auffüllen. Genau, dann machen wir den hier. Und dann können wir nämlich ganz bequem... Oh Gott, ist das Teil lahm. Der ist null geupgradet. Okay, warte kurz. Upgrade Kit. Upgrade Kitten. So, okay, wir brauchen Bronze Gear. Und ich glaube, der brauchte ein Silver Gear. So, dann machen wir die gerade mal. Dann machen wir einmal den hier. Und einmal den hier. So, können wir eigentlich den nächsten auch schon? Ne, da brauchen wir Crozium Dust für. So, einmal, zweimal und dann brauchen wir hier die Augment-Dinger. Welche sind denn das? Auxiliary Reception Coil. Vielleicht haben wir da noch welche von. Nein, haben wir nicht. Auxiliary Reception Coil. Die brauchen wir. Haben wir noch diese Nuppen da? Nein. Brauchen wir zwei Stück. Dann den hier auch zweimal. Und so. Dann ist der wenigstens ein bisschen schneller. Und dann kriegen wir nämlich das Bliss Powder raus. Und mit dem Bliss Powder können wir Kryozium herstellen. Ich habe übrigens natürlich unseren Plan nach wie vor im Kopf. Mit dem Pink Slime. Das werden wir auch gleich machen. Irgendwas brauchen wir noch, ne? Strom haben wir. Wir haben die Fässer. Ich glaube, es war's, ne? Können wir eigentlich losgehen. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt hier auf das Kryozium-Zeug gekommen sind. Warum wollten wir das nochmal machen? Für irgendwas brauchten wir das eben. AXP? Nee, das ist ja mit dem Kryozium. Das machen wir ja gerade. Verdammt, ich hab's vergessen. Scheiße. Warte mal, hier. Da. Was hatten wir denn da im Sinn? Das hier war es nicht. War es hier mit irgendwas? Mit Behandeln? Nee. Oh, krass. Okay. Kann man da zurückverwandeln? Magma Crucible, Jade Kryozium. Da war es schon mal nichts von. Dann war es irgendein Crafting-Rezept. Ah, der Flux-Capacitor. Der war's. Genau, ich erinnere mich. Der Flux-Capacitor. Und dann können wir eigentlich das Ding direkt auf Resonant schieben. Dann haben wir da ein bisschen Vorrat. 6800, da könnten wir theoretisch noch ein bisschen was reinschieben. Verkneife ich mir jetzt aber mal. Wir stellen jetzt erstmal den Spaß hierher. Wir haben keine Schneebälle mehr. Okay, warte. Snow, wir haben ja noch hier ein bisschen Dingens. Oder wir, ach komm, weißt du was, wir nehmen die jetzt hier. Ciao. So, haben wir genügend. Und dann Kryo... Wie ist denn das Zeug? Das war ja Bliss Powder, ne? Hier. Bliss Powder, wir hatten sogar schon welches. 18. Dann hatten wir sogar schon mal welches. Okay, nice. Gut, dann haben wir da jetzt endlich Kryozium Dust. Geil. Und das hier. Eternal Compass. No description found. Please ask your author of Bibliocraft to add one. Localization key is enchantment.bibliocraft.bibliocraft.deskcompassenchantment.description. Okay, total spannend. Ah ja, stimmt, die tollen Notizen, die nicht funktionieren. Genau, warte. Capacitor hier. Flux-Capacitor, genau, das gute Stück. Und dann, warte, dann müssen wir hier mal den kurz ablegen. Ich hoffe, der übernimmt den Energiestand. Einmal reingelegt, dann haben wir... Ja, übernimmt, sehr schön. Oh, wir haben mehrere. Okay. Und dann noch ihn hier. Dann haben wir die maximale Stufe erreicht, glaube ich. Können wir direkt einen Resonant Jetpack draus bauen. Möchte ich aber nicht. Und wir können ihn sogar... Was, wir können ihn verzaubern? Ist das Curse of Vanishing? Autosmelt? Ja, wow. XP Boost, bla. Okay, das bringt's total. Holding könnte ich mir höchstens vorstellen, dass das irgendwie was bringt. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. Egal, wir haben das gute Stück. Ich lade den jetzt auch nochmal auf. Können wir den eigentlich hier oben laden? Ja, aber es ist langsamer. Okay. Wir müssen mal gucken, ob es irgendwie nicht eine schnellere Variante gibt, irgendwas zu laden. Vielleicht in der Enriching-Dingens? Nee, ne? Nö.
Da kann man zwar auch, ach, das ist nur um Energie und zu unterstützen wahrscheinlich. Hier können wir auch nicht. Es gibt sicherlich Sachen, wo es schneller geht. So, wir stellen uns nochmal kurz drauf. Ich guck mal ganz kurz. Okay, wir sind jetzt bei 10 Minuten. Da kriegen wir noch einiges gebacken. 25 Millionen F können wir jetzt hier speichern. Ist ein bisschen mehr als vorher. Vorher hatten wir 9 Millionen. Ach, aber es bringt auf jeden Fall was. Und das Teil lädt und entlädt auch schneller. 12.500 können wir maximal rausziehen. Ich weiß gar nicht, wie viel der Chargepad hier liefert. Ich glaube nur 16.000. Da steht zumindest 16.000 oben vom internen Puffer. Puffer. So, naja. Das Ding ist schon fast voll. Und dann begeben wir uns erstmal auf die Reise. Das Zeug hier werde ich mal ganz kurz, warte mal, da drüben hinstellen. So. Den hier können wir auch erstmal weglegen. Den können wir erstmal weglegen. Die lassen wir mal hier so. Dann sollten wir hier auch mal, der kann da auch oben hin. So. Die brauchen wir unterwegs. Den können wir hier, der kommt eh gleich weg hier. Ist ja voll, der ist voll. Dann kommt der da oben wieder rein. Und dann haben wir, glaube ich, auch alles und sind reisebereit. Ja, geil. Auf geht's. Achso, nein, den hier mache ich mal nach da unten. Den und den mache ich auch mal nach da unten. Ich weiß nicht, ob da Items rauskommen. Vielleicht, ich nehme mal sicherheitshalber noch eine Kiste mit. Und ich glaube, ich nehme sicherheitshalber auch Kabel für Übertragung mit. Man weiß ja nie. So, Chest. Wer weiß, wir haben keine Chest mehr. Was ist denn hier passiert? Nee. So. Ein paar Chests. Ich nehme mal eine mit. Und dann nehmen wir noch mit einen Transport. Transport. Ja, können wir hier einmal Elite mit. Die können eigentlich weg. Ne? Die Universal Cable brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht unbedingt. Wobei. Ultimate Universal Cable. Ich nehme mal doch eins mit. Sicherheitshalber, falls die Batterie nicht direkt snappt. Dann nehmen wir nochmal hier Mechanical Pipes mit. Dann nehmen wir zwei von. So, Elite, Elite, Ultimate. Und mehr brauchen wir, glaube ich, wirklich nicht. Okay, jetzt müssen wir nur noch entsprechende Viecher finden, die wir wegslaudern können. Was sagt die Sonne? Die ist am Untergehen, also müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ich glaube, man kann halt auch andere Viecher, also man könnte es, glaube ich, theoretisch auch in der Dingens, in der Monsterfarm aufstellen. Aber naja, komm. So, da habe ich doch gerade ein Schaf, glaube ich, gesehen, oder? Ne, ein Huhn. Komm, das Huhn ist jetzt unser Versuchsobjekt. Muss ich noch gucken? Warte mal, das ist die Laserbase. Hä? Wo ist denn die? Kann sein, dass ich das vergessen habe. Zurück zur Base. Ach, den habe ich hier hingestellt. Okay, warte mal, wir haben den so hingestellt und hier ist dieses Dingens. Okay. Das heißt, wir können das von uns weg aufstellen. Von uns weg. Ich stelle es von mir weg auf, um alles zu zerkleinern. Ist das eine Tür? Es ist eine Tür, die vom Tornado hierher geweht wurde. Das ist wahrscheinlich nur die Tür von der alten Base, nehme ich mal an. Da gibt man ein bisschen Gummi hier. Hier drüben war noch irgendwo, glaube ich, war da so eine Ansammlung von Viechern, oder? Ah, da drüben Kühe. Sehr schön. Okay, so, dann testen wir mal. Ich stelle das Ding... Ach, diese blöden Kackdinger hier, die Vines. Ich stelle das Ding mal hier hin. Den oben drauf. Geht nicht, weil wir brauchen Dingens. Wir hätten mal irgendwas zum Anlocken mitnehmen sollen. Etwas zum Anlocken ist zu verlockend. So, warte. Wir brauchen Rot. Strom. Damit dürfte das Ding zumindest schon mal aktiv sein. Ich weiß nicht genau, ob wir... warte mal, was fressen die hier nochmal? Stroh, glaube ich, ne? Oh Gott, wie kriegen wir denn hier den jetzt wieder hin? Komm mal mit da drüben. Da wartet eine rosige Zukunft auf dich. In Form von Pink Slime. Wir verwandeln dich in einen Laser. In einen Laser. Ja, genau da. Ja, geht da an, geht da an, ja. Weiter da drüben, hier. Mehr, weiter, ja. Yes, haben wir, okay. Oh Gott, 80 Millibuckets. Leck mich fett. Uff, 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 uff. Okay, wir probieren... Ich probiere mal Folgendes. Ich baue das Ding mal ab und baue es wieder hin.
Okay, geht verloren, alles klar. Dann machen wir das eventuell anders. Wir gehen wieder zurück zur Base und dann gehen wir zu unserer Mob-Farm. Und funktionieren die vielleicht mal kurz um, damit wir entsprechend Zeug rausholen können. So, na, habt ihr schön Spaß hier unten? Oh, fuck, wir haben das Ding hier an, warte. Aus. So, Wither Skeleton, Skull, Cop hier, tralala, alt mögliche, ganz toll, brauchen wir gerade nicht. Die Batterie lädt. Ach, die war ja nicht geladen, ne? Egal, dann laden wir sie mit uns auf. Dann würde ich nämlich die Dinger hier kurz mal ersetzen. Dafür schalte ich kurz die Viecher aus. Wir sollten vielleicht mal... toll, der hat es eingesaugt. Wir sollten vielleicht... Haben wir das Ding eigentlich? Haben wir da Schalter dran an den Dingern hinten? Ich hoffe schon. Muss ja. Irgendwas muss ja dran sein. Ja. Hier irgendwie einen... weiß ich, mit Pistons oder so. Irgendwie so, dass wir das Ding auch notfalls mal abschalten können. Ist das hier? Ja. So, da kriegen wir auch die ganzen Upgrades. Danke fürs Einsaugen. Ja, komm, dann saugt gleich alles ein. Wir holen gleich... Holen wir noch. Das nervt nur ein bisschen. Der Arsch saugt ständig alles ein. Doch soll nicht sein. Ich will mein Scheiß wieder haben. Deswegen hole ich mein Tablet. So. Nehmen wir mal das Ding eben mit. Mittlerweile ist Nacht. Da gebe ich besonders Acht. Und dann gehen wir wieder runter und schließen den Kappes hier mal an. Bin mal gespannt, ob und wie das funktioniert. Ich glaube, ich würde das Teil ja hier in die Seite reinbauen. Damit wir da... kommen immer noch die alt anschließen. Probieren wir mal vielleicht so hier. Dann machen wir oben die Batterie drauf. So. Universal Cable. So für Saft. Dann Items kommen ja glaube ich nicht raus. Dann die Mechanical Pipes. So. Dann die Tonnen links und rechts ran. So, warte. Wo ist der Nupsi? Hier, einmal. Toll, danke. Ach ja, die funktionieren ja anders. Da war ja was. Ich hoffe, das funktioniert auch. So, jetzt brauchen wir erstmal die Steine wieder. Stone Brick. Erstmal, ja komm, wir nehmen schon mal die drei wieder mit, aber erstmal hier nur zum Dichtmachen. Die Propeller lasse ich mal aus gerade. Und dann stellen wir die Schwierigkeit wieder hoch. Mal gucken, ich weiß nicht, ob es so funktioniert, wir werden es gleich rausfinden. So, die Laser Base hätten wir theoretisch erstmal in der Basis lassen können, den brauchen wir hier ja nicht. Warte, man setzt mir ganz kurz anders hin. Während wir hier gerade so gemütlich am Warten sind, gönne ich mir mal schnell einen Fake-Oreo-Keks. Mmh, ja. Ja. Ja, doch, ja. 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 Kann man anbieten. So, ich glaube, vielleicht brauchen wir ein Range-Addon für das Ding, wenn das überhaupt geht. Aktiv ist er. Das ist ja Industrial Foregoing. Es gibt auf jeden Fall die Range-Addons, ich bin mir aber nicht sicher. Accepts. Range Add-on, Max Tier 5. Okay, es dürfte also gehen. Weil ich glaube, der hat sonst nur eine Reichweite von 1, was ein bisschen sehr wenig ist. Max Tier 5. Ich glaube, der wäre schon ein bisschen zu heftig. Das müsste der hier sein. 6x Kupfer. Ich kann nur mit dem Ding nicht craften, das ist blöd.
wie die sich jetzt hier sammeln, ey, schön. Okay, wir gehen nochmal ganz kurz zurück zur Base und holen mal schnell so ein Add-on. Oder haben wir vielleicht sogar eins? Warte mal, ich bin mir nicht ganz sicher. Add-on? Nein, leider nicht, okay. Dann zurück zur Base. Und dann nehmen wir einfach Light 5er und dann ist schick. Weiß nicht genau, das hier gibt es auch noch, Adult-Trader, das, ich weiß nicht, der unterstützt das ja. Ich hoffe, der kann halt nicht nur Tiere schlachten, das wäre ein bisschen schade. Komm, nehmen wir mal den 5er oder, ne, komm, wir nehmen den 4er. Sicher ist sicher nicht, dass der andere auf einmal nicht funktioniert. Hallo? 4, was braucht er denn? Er braucht Glaspanes, der feine Herr. Glas. Ja, dann glas mir doch ein. So, komm, weißt du was, machen wir gleich mal hier, dann haben wir wieder ein paar auf Vorrat. Wie immer. Und dann hier den 4er, zack, haben wir und zurück zur Mob-Farm. Ich muss niesen, Moment. Oh, Junge, Junge. Meine Nase gerade 5 Meter lang. Oh, da ist eine Sternschnuppe. Boah, wie cool. Oh, das ist, glaube ich, ein Komet, ne? Der lebt zu lange für eine Sternschnuppe. Oder ist das das Gleiche? Ich kenne mich da nicht so gut aus. Das ist voll cool. Warte mal, ist das Ding... Das Ding existiert. Also, ja, ist... Der klingt jetzt doof, es existiert. Ich meine, es ist nicht, gehört nicht zur Skybox. Ich flieg da, ich versuche mal ranzufliegen, warte mal. Hoffe nur, wir sind nicht auf einmal im Weltraum. Warte, ich mach mal ein Backup. Sicher, sicher. Ich glaube aber nicht, dass wir in den Weltraum kommen. Da sind wir dann doch wieder zu weit unten für. Hallo? Wie cool das bitte ist. Oh, das Ding fällt ja sogar. Also, ja klar fällt's, aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde das voll geil, dass das Ding nicht einfach nur existiert, sondern... Also nicht einfach nur so eine Grafik ist, sondern dass es tatsächlich... Ich muss jetzt gucken, wo das Ding einschlägt. Ich bin irgendwie schneller. Alter, ich bin erschrocken. Hab ich mich gerade erschrocken, ey. Das Zeug hat, das hat was gedroppt. Ein Diamanten und Glowstone. Und da ist auch noch irgendwas, warte. Ich hab's. Shining Casing. Something shining inside the casing. Right click to open. Das ist von Astra Sorcery? Lucent Scroll. Okay. Also ich finde das trotzdem cool, auch wenn das Sorcery leider ja Probleme gemacht hat ohne Ende. Aber ich finde das trotzdem mega cool, dass das geht. Oder dass es existiert, dass es da ist. Das finde ich voll cool gerade. Ich muss nur die Base wiederfinden. Da drüben, nee. Hä? Base? Wo ist die Base? Ah, da. Dahinter versteckt sie sich. Ich habe mir gerade ein bisschen erschrocken, wo das Ding runtergeklatscht kam. Ich habe zwar damit gerechnet, dass es irgendwie knallt, aber irgendwie hat es mehr geknallt und vor allem lauter, als ich dachte. So, Nadigi, alles klar bei dir. Vielen Dank. Der hat eine Frender-Pearl und eine Ender-Pearl gedroppt. Mehrere. Das finde ich gut. Plus sein Köpfchen. So, auf geht's wieder zurück nach unten. Da dürfte jetzt eine ordentliche Sammlung von Viechern sein. Das bin ich mal gespannt, ob wir die ernten können oder nicht. Wenn nicht, dann bin ich ein bisschen traurig. Wobei, so viele sind es gar nicht. Die sind wahrscheinlich despawned. Wir sind hier aber noch im gechunkloadeten Bereich, oder? Ja, sind wir. Okay, Range Addon rein. Ja, es geht, Mann. Geil. Wir kriegen Pink Slime raus. Okay, können wir das irgendwie konfigurieren? Pink Slime, right. Müssen wir... Das funktioniert halt nicht. Mechanical Pipe. Warum kommt das da nicht raus? Muss man das irgendwie konfigurieren? Fluid Container. Ah, Fluid Containers. Warte mal. Toll. Danke. Der blöde Saugnapf da oben. Egal, wir haben eine Tonne. Warte mal. Können wir die hier reinlegen? Frage ist was? Ah, verdammt, es geht nicht. Haben wir noch ein... wie ist das Ding nochmal? Tank.
Portable Tank, aber da ist was drin, da ist das Öl drin. Scheiße. Okay, warte kurz. Weil die haben ja funktioniert, auch bei dem anderen. Die Drums funktionieren ja aus irgendeinem Grund da immer nicht. Warte, ich mach die Drum hier auch mal mit rein. Die Kabel hier mal erstmal rein. Portable Tank. So, dich wollen wir haben. Dir schenke ich auch ein Redstone-Servo. So gütig, wie wir hier sind. Können wir den noch upgraden? Nee, den musst du mal mit den anderen Dingern upgraden. Egal, wir nehmen erstmal den kleinen. 20.000. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Eigentlich brauchen wir zwei, ne? Weil wir haben ja zum einen das Liquid Meat, wo ich tatsächlich gerade überhaupt nicht weiß, was man damit macht. Aber das kriegen wir schon raus. So, noch ein, jetzt zu wenig Platz unten. So. Können wir uns gleich mal ein Meal Ready to Eat gönnen. Das Lied, was die erste Folge dieser Aufnahmesession eingeleitet hat. Yi Nant Hero, The Way of the Warrior. So, können wir dich denn reinlegen? Du füllst dich auf mit Liquid Meat, du füllst dich auch mit gar nichts. Toll, jetzt haben wir in beiden Liquid Meat drin, willst du mich verarschen? Können wir das umfüllen? Ja. Okay. Warte. Liquid Meat. Liquid Meat von Pete und Smeet. Was? Das geht. Hä? Okay, Pink Slime ist auch. Hä? Was ist das, ist doch auch ein Dingens. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Muss man das irgendwie umschalten? Fluid Containers, Meat Tank, Energy Items, Energy. Show Working Area. Schön, wie die Sachen da rumspringen. Wie kriegen wir jetzt das Pink Slime da raus? Ich meine, ist ja großartig, dass wir das ganze Liquid Meat hier bekommen. Was kann man damit eigentlich machen? Liquid Meat. Was kann man damit machen? Washing Factory. Or raw, was? Raw ore meat. Okay, man kann das mit Ores irgendwie vermixen. Ich gucke einfach mal. Fermented ore meat, diamond ore. Und das kann man. Okay. Crushed diamond. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Keine Ahnung. Portable tank. Ich bin da ein wenig überfragt. Wenn wir den anderen reinmachen, passiert nichts. Passiert einfach gar nichts. Muss man das hier irgendwie umschalten oder so? Vor allem, der zeigt ja auch hier drauf eigentlich. Flut, Pink Slime. Es ist ein Flut. Das müsste eigentlich ja gehen. Hier ist jetzt auch wieder Liquid Meat drin. Toll. Großenartig. Haben wir eventuell noch andere Fluid Cables? Fluid? Ja, haben wir. Pressurize. Wir haben sogar Enderfluid. Okay, warte mal. Ich stöpsel den mal hier ran. Den stellen wir auf Extract. Always. Das war falsch. Always active. Green. Peace. Insert. Okay, der scheint zu funktionieren. Machen wir den mal hier hin. So. Extract always. Ja, Pink Slime. Nice. Geil. Wir haben Pink Slime. Haben wir einfach mal unsere Mob-Farm jetzt dafür hergenommen. Finde ich auch okay. Ich würde die Sachen gerne aufsammeln, aber der Nupsen da hinten ist zu weit hinten. Können wir. Ja, nee, die anderen können das ja nicht, ne? Warte mal. Wacom. Gibt ja noch andere, die Wacom Chest. Gut, es gibt noch ein XP Wacom. Pulse Nearby XP Orbs bei bla 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 bla. Die könnten wir halt auch bauen. Brauchen wir nur den Pulsating Dingens Crystal, den können wir aber herstellen, das ist ja kein Thema. Ich frage mich, ob die eventuell sinnvoller, / besser sind. Ich glaube, die haben eine höhere Reichweite gehabt. Komm, wir probieren das nochmal aus. Basis.
Haben wir die vielleicht sogar schon mal gebaut? Ich bin mir nicht ganz sicher. Gucken wir mal. Nein, haben wir nicht. Okay, machen wir erstmal den hier. Wir brauchen zweimal den Spaß. Das heißt, wir brauchen wieder Pulsating Iron. Also brauchen wir Ender-Augen. Ina. Nee, Ender. Können wir eigentlich die Friender Pearls dafür hernehmen? Ich weiß es gar nicht. So, ich mache nochmal 8, ne? Und 8-mal Eisen. Wir brauchen immer noch Eisen übrigens. So, Alloy Furnace. Let's go. So, einmal hier und kommen dann mal noch ein bisschen mehr. Und dann brauchen wir diesen Kristall, glaube ich, zweimal in dem Fall. Dann machen wir einmal die Wakeum Chest. Und einmal das Ding. Dafür brauchen wir noch diese Rot hier. Das dürften wir aber alles noch da haben. So, und dann haben wir das Teil noch. Das hatten wir, glaube ich, damals nur nicht gemacht, weil wir Mangel an Dingens hatten. An Enderaugen. Wir hatten übrigens schon lange keinen Wirbelsturm mehr, fällt mir gerade so auf. Oder wir haben ihn nur nicht mitbekommen. Ich habe, glaube ich, irgendwann die Sirene abgebaut gehabt. Weil es mir doch ein bisschen um Penis gegangen ist. Was? So, dann funktionieren wir hier doch direkt nochmal um. Können wir von hier oben direkt ran? Absorption Hopper. So. Damit der nicht die ganzen Sachen gleich aufsaugt, die wir hier abbauen. So. Und dann würde ich einfach die beiden Dinger einmal hier und einmal dahin bauen. Guck mal ganz kurz, hier kann man nicht die Range sehen. Range 7, die, huch, wollte ich gar nicht, always active. Die haben nämlich eine deutlich höhere Range als die anderen Dinger, Hide Range. So. To activate, right click the XP vacuum with a bucket of liquid XP. Bucket dürfen wir noch haben. Aber wir haben keinen Bucket of Liquid XP. Das ist natürlich wieder in der Base. Großartig. Also müssen wir den erst aktivieren. Seit wann ist das denn so, wenn das Ding eigentlich nur für einen bestimmten Zweck da ist? Ich hasse alles. So, komm mal her hier. Wir müssen unbedingt mal einen Marker da unten machen. Damit wir nicht jedes Mal den ganzen Weg wieder runter müssen. Flump. Hui. So. Okay, dann aktivieren wir den Jungen mal. Jetzt ist er aktiv. Sehr schön. Okay. Dann müssen wir anschließen. Dich müssen wir anschließen. Achso, der war da auch noch drin. Okay. Warte. So, verdammt. Ich glaube, ich habe einen zu viel. Oder auch nicht. Zu und zu. Und dann, hier haben wir die Mechanical Peepers. Können wir eigentlich auch direkt hier oben hin machen, ne? Das war falsch. Der muss da ran. So. Ach, der saugt das jetzt direkt auf hier, ne? Ja. So, und dann machen wir auf die andere Seite, nämlich, wo sind hier die Logistical Teile? So. Den müssen wir, glaube ich, noch saugen. Oder auch nicht. Ich glaube, der saugt von alleine. Irgendwas mal. Ach, das Ding ist doch bestimmt schon wieder im falschen Modus, was mir nun wieder nicht aufgefallen ist. Ach komm, ich krieg einen Rappel, ey. Da hätten wir das wahrscheinlich schon vorher halt hingekommen hier. Ja, genau. Ja, genau, das meine ich. Okay, wir brauchen dich. Direkt eingesaugt und wir brauchen dich. Wupp. Das sieht echt geil aus. Okay, wo ist. Achso, ja, hier drin. Einmal die Chest. Ne, warte, die Chest machen wir gleich. Erstmal holen wir die Sachen raus, die wir brauchen. Das hier kann da mit rein. Den hier brauchen wir wahrscheinlich noch. Dann machen wir einmal den hier hin. Und die Chest machen wir hier drüben hin. Und dann kann der ganze Kram nämlich auch rüber. So, sehr schön. Okay, die anderen Kabel hier brauchen wir nicht mehr. Die kann er auch gerne einsaugen. So. Okay. Oder auch nicht einsaugen. Die hier behalten wir gerade nochmal. Den Absorption Hopper können wir weghauen. So, wie sieht's aus? 2345. Ich weiß gar nicht, wie viel Pink Slime wir brauchen. Pink Slime. Wir müssen. Achso, wir brauchen, glaube ich, ein Bucket. Ah, fuck. Okay, warte. Wir brauchen, glaube ich, ein Bucket of Pink Slime. Ja, genau. Das heißt 1000. Und den können wir jetzt placen. Dann machen wir aber draußen. Wenn das noch so funktioniert, wie es damals funktioniert hat, dann können wir jetzt hier einfach so wupp.
Und da kommt der Pink Slime rein. Und dann müsste da raus... ein Vieh entstehen. Pink Slime, oder muss man das irgendwie verarbeiten? Ich glaube nicht, ne? Thieving Machine. Pink Slime Ingot. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Hier Pink Slime. Placing some slime, Pink Slime Fluid in the world. Blub. Können wir auch nochmal woanders hin machen? Einfach hier so. Ah, es fließt tatsächlich, aber nur sehr langsam. Ich kenne das noch so, dass man das immer in ein ausgebuddeltes Loch machen muss. Alter, wie sich das ausbreitet. Hat das eigentlich irgendwelche Effekte? Nee, ne? Doch, glowing. Okay, leuchten wir halt mal vor uns hin. Ich weiß nicht, ob der spezielle... Ach, hier ist die alte Rüttelmaschine gewesen. Ich weiß nicht, ob der spezielle Spawn-Voraussetzungen braucht. Ob es Tag sein muss oder so. Wir können mal pennen gehen. hier. Entschuldigung. So. Oder ob es vielleicht in einem Slime-Chunk sein muss oder so. Wir können es ja nochmal hier unten probieren. Kaputt machen kann er eh nicht. Huch. So. Ich weiß halt echt nicht mehr, wie man das genau machen musste. When placing some pink slime flute in the world. Was wir getan haben. Pink Slime. Ja, da prügeln wir auf den Stein. Ach, das... Och, wie süß! Och, ist der niedlich! Der ist eigentlich viel zu klein, um ihn kaputt zu machen. Kann ich ihn wieder aufsammeln? Ich glaube, es gab... Warte mal, Slime... Eislime. War denn das noch was? Du Scheiße. Ich glaube, man konnte. Ah. Uses to extract essence from mobs. Okay, wir haben jetzt die Pink Slime Essence. Ah, irgendwas konnte man damit machen. Ah, Gott, wie war das nochmal? Ocelot, Chicken, Iron Golem. Man konnte mit dem Ding RF Tools. Man konnte, glaube ich, einen Spawner damit bauen, aber... Oder die irgendwie wieder aufblasen, oder weiß ich nicht mehr. Irgendwie ging sowas. Es gab einen Weg, wie man Slimes vergrößern kann, aber ich habe gerade vergessen, wie. Ich lagere das trotzdem mal ein. So, wir klatschen ihm mal eine. Zwei. Das ist nicht so viel. Gut, wir haben theoretisch, wir können unbegrenzt herstellen. Unten durch die Mob-Slaughtery. Aber viel ist das nicht, ne? Zwei. Wir brauchen, was habe ich gesagt? Viermal, wir brauchen 16. Hä? Ja. Wir noch ein bisschen Pink Slime. Ja, fast 2000 wieder. Ich mache hier mal ein Loch rein. Ich wünsche mir einen größeren Pink Slime, bitte. Irgendwie konnte man die Dinger vergrößern, aber ich habe keinen Plan mehr, wie das ging. Slime, Slime, Slime. Vielleicht mit einer Luftpumpe einfach aufblasen. Slime Juice. Lecker. Ja, das ist alles Tinkers hier. Größtenteils. Was ist das da? Blood Slime Block. Nee. Slime Pie. Lecker. Slime Trophy. Night Slime. Bla 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 bla. Molten Reinforced Pink Slime Bucket. Molten Reinforced Pink Slime. Wofür braucht man das? Melting, Fluid Tank, Melter.
Pink Slime Ingot, Molten Reinforced. Okay, wenn man das schmilzt, dann kommt Reinforced. Warum? Vor allem, wofür braucht man das? Casting. Da kommt einfach wieder das raus. Reinforced Pink Slime Shard. Aber es gibt keinen Reinforced Pink Slime Ingot. Okay. Vielleicht ist es hier auch zu hell oder so? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau, was der für Spawn-Voraussetzungen hat. Mal die Fackeln weg. Das dürfte dunkel genug sein eigentlich. In unserer Base ist es heller. Schleimi. Komm mal raus hier. Ja, ich weiß, du willst es auch. Ich kann noch ein bisschen auf die raufkloppen. Weil zwei Bällchen sind ein bisschen wenig, finde ich. Oder vielleicht haben wir, vielleicht ist unsere Base tatsächlich über so einem, oder nicht über, sondern vielleicht ist da ein Slime-Chunk-Dingens. Ist ja quasi, also Slimes spawnen ja in Slime-Chunks. Warte, ich nehme gerade mal einen zweiten Bucket mit. Da war gerade eine Fackel. 1400, komm, da können wir nochmal ein Bucket mitnehmen. Hab ein leichtes Kratzen im Hals. Corona! Nee, kann nicht sein, weil zu lange nicht draußen gewesen. Bewusst und aus guten Gründen. So. Gehen wir mal zurück zu, manuell zurück in die Base. So, wo war das Löchlein? Hier. Guck mal, da stehen auch Fackeln genau daneben. Mal gucken. Bitte, ein größerer Slime. Weil die Größe von den Slimes, die spawnen, die ist an der Stelle tatsächlich komplett random. Irgendwie konnte man auch Slime-Chunks finden. Also rausfinden, was ein Slime-Chunk ist und was nicht. Aber ich habe keinen Plan mehr, wie das ging. Das ist, glaube ich, auch leider der einzige Weg, um die zu beschwören, in Anführungsstrichen. Beziehungsweise wir könnten uns halt versuchen, die Seele von den Viechern zu holen. Aber dann brauchen wir wieder Mob-Essenz, um die dann auch replizieren zu können. Und für Mob-Essenz müssen wir unten die Viecher wieder auf eine andere Weise töten, in der Mob-Farm, um Entschuldigung, die Essenz zu bekommen. Oder, wie wir es hier haben, ist die Essence of Knowledge, aber da gibt es noch andere, und zwar hier Essence Bucket. Das gibt es nämlich auch noch. Dann könnten wir das mit dem Ding könnten wir auch konvertieren. Das wäre auch eine Möglichkeit, quasi die Experience, die wir rumzufliegen haben, einfach zu konvertieren in Essenz und daraus dann Viecher spawnen lassen. Das wäre eine weitere Option, aber ja. Damit würden wir unsere Level wegwasten. Das möchte ich eigentlich auch nicht unbedingt machen. So, wann los, Leute, hier? Gib mir einen Schleim. Ich möchte mich... Oh, schon wieder nur so ein kleiner. Warum? Warum nicht ein großer? Mann, da brauchen wir 100 Jahre, bis wir das Zeug zusammen haben. Na gut, nicht ganz, aber irgendwie konnte man die doch aufblasen. Wie zur Hölle ging denn das nochmal? Ich weiß es halt echt nicht mehr. Vielleicht muss man sie anfurzen oder so. Slime Trophy, Armor Plus, ja, ganz großartig, aber nein. Ich weiß es halt echt nicht mehr. Okay, gut, dann müssen wir halt hier. Wow, einer. Kann sich nur um Jahrhunderte dann handeln. Ah gut, ich würde sagen, ich hau an der Stelle erstmal rein für diese Folge, denn wir sind schon bei fast einer Dreiviertelstunde wieder. Und ja, ich muss ja morgen auch wieder früh raus. Daher erstmal bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Achso, es kann sein, dass ich übrigens den Bucket jetzt nochmal hier verwende, um normalen Dingens ein Thumbnail rauszuholen, weil ich vergessen habe, zwischendurch zu screenshotten, die kleinen Hamstermännchen. Deswegen nicht wundern, wenn in der nächsten Folge der Eimer auf einmal nicht mehr da ist und wir irgendwie ein oder zwei Slime Balls mehr haben. Jetzt aber erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.